Granatenregen! Hey Freunde, ich bin der Thermobo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Defloop. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ein bisschen angesehen, wie wir Alexis rauslocken können. Das Problem ist... Wie kommen wir ungesehen in diese Party rein? Das ist so das größte Problem. Wie kommen wir dort ungesehen rein? Oder eher gesagt, mit möglichst wenig Aufwand. Wie kommen wir dort am besten rein ohne großen Aufwand? Ohne große Hektik oder Stress? Mal schauen, ich bin gespannt, aber wir müssen mal sehen. Auf jeden Fall, letzte Folge hat es eine riesen Schießerei gegeben auf der Party. Wir haben gefühlt fast jeden umgebracht und so wäre der Plan eigentlich nicht. Wir müssen mal schauen, weil ich habe keine Ahnung, wie wir dort hineinkommen am besten. Und wo wir hier jetzt gerade spawnen. Hört sich das nicht gut an? Was? Arschlöcher umzunieten? Dich ins Schwitzen zu bringen? Alles zu durchschauen. Das Wann und das Wo und das Wie. Damit du bekommst, was du willst. Was ich will, ist von dieser scheiß Insel weg. Diese Insel ist alles, was dir noch bleibt. Los, zeig ihm, wie es geht. So, 3 auf einmal, dann haben wir hier mal ein bisschen Ruhe. Ich bin gerade am Überlegen. Visionär und Hauptfinanzier des Eon-Projekts. Kurz an die Gäste meiner ultra-exklusiven Das Schwelgen der Lämmer-Party, die heute Abend steigt. Glückwunsch zu eurer Einladung, Leute. Zur Erinnerung. Bringt Appetit und das erforderliche Accessoire mit. Andernfalls werdet ihr nicht hereingelassen. Kapiert? Wir sind moderne Wölfe. Es wird Zeit für ein Festmahl. Doch, Mr. Hackmagic. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Hier ist Plappermaul Frank. Hinter den Klippen geht langsam die Sonne runter, aber keine Angst. Unsere Wundertüte ist noch gut. Schaut jetzt mal zu Bucht. Es gibt morgen etwas ganz Besonderes. Ein Spektakel, das genauso ist wie ihr. Atemberaubend. Ich bin der Größte! Check das hier mal. Und den da vorne. Hier ist das Gebäude. So, das wäre auch sichergestellt. Nur so zur Info, im Moment ist es für mich gerade extrem schwierig vorzuproduzieren, also Content zu produzieren, da extrem viel bei mir gerade läuft. Das ist einfach gerade extrem schwierig für mich. Mal weg mit dem. Nein, keine Chance. Ich kletter nicht auf Klippen oder durch Fenster. Und jetzt Klappe zu und Augen auf. Die zwei werden auch weg. Hier komme ich. Da ist ein Fenster.
Das könnte unser Eingang sein. Muss vorsichtig sein. Ist das hier unser geheimer Eingang in die Party? Schokobier! Alexis Lieblingsgetränk! Oh, wird das deswegen gezapft? Ja, er bekommt bei Flaschenbier echt üble Laune. Ja, mein Geschmack ist. Schokobier ist Alexis Lieblingssorte. Er will es haben und. Keine Ahnung, kann den Hinweis nicht ganz lesen. Ah. Okay, wir haben hier also Schleichwege, so gesehen, um in die Party zu kommen. Das ist schon mal sehr gut. Die beiden sind schon mal weg. Das war jetzt gerade ein bisschen kritisch. Das war nicht so schlau. Ja, genau. Von sowas habe ich keine Ahnung. Okay, man kann hier ganz hinten rein. Möglicherweise verrückt. Das ist ein Gold! Na los! Ja! Mist! Lenk ihn ab! Endlich haben wir dich gefunden! Ja, gut so. Lass alles los! Oh, Scheiße! Ja! Ja, gut. Lebenstechnisch sind wir nicht gut dran. So, haben wir jetzt endlich Ruhe? Ich brauche auf jeden Fall Heal. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Hintereingang. Wir wissen auf jeden Fall, wie wir gut hier vorankommen. Wenn wir das geschickt anstellen, sollte das eigentlich gar nicht so schwierig sein. Hat jemand daran Rutsch? Ich habe einen Sprung verkackt, aber ich glaube, wir müssen über die Lampen springen, damit wir hier. Ach, komm schon. Ich
glaube, wir müssen hier über die Lampen drüber. Dann kommen wir hier in den Bereich. Das ist sehr gut. Hier haben wir noch zusätzliche Munition. Wo ist das nächste? Ach, komm schon, Mann. Okay, wir müssen weiter hoch. Brauche ich nicht. Mann, Juliana nervt so extrem. Okay. Mir geht's gut genug. Okay, was werden wir hier finden? Eine Nachricht. Wertester Alexis Dorsey, mit Bedauern muss ich dir mitteilen, dass deine eingereichten Antworten zum Anna-Interview-Fragebogen zurückgewiesen wurden. Nicht, weil sie so schlecht waren. Nein. Was du da geschrieben hast, war einfach dermaßen unterirdisch, dass selbst der beste Archäologe aus den paar vereinzelten Fetzen nichts mehr hätte zusammenbasteln können. Alexis, es ist deine Chance, diese Schafsköpfe aus deiner Wolfstatze fressen zu lassen. Gib ihnen, was sie wollen. Gib ihnen einen Grund, dich zu verehren. Juliana, PS, ich habe Giton veranlasst, deine Ergüsse in die Bibliothek zu bringen. Der Code zu seinem Tresor lautet 2464. Er meint, dass sie am Mittag des ersten Tags dort sein werden. Juliana hätte dafür nichts übrig. Ich hoffentlich aber schon. Okay, etwas Komisches. Mittelmäßige Waffe. Magazin ist voll. Haben wir hier sonst noch? Ah, hier ist ein Computer. Hier. Alexis Wenchi. Private Nachricht, Alexis Wenchi. Alexis, ich weiß, dass du dich glücklich... Was dich glücklich machen würde. Wenchi, bist du da? Wenchi, meine Party, die wird der Hammer. Da läufst du glatt aus. Es gibt Wolfsmasken für alle. Wenchi, kommst du? Antworte mir gefälligst, verdammt nochmal. Wenchi, ich liebe dich. Du musst die Maske auch nicht tragen. Auch wenn ich dir extra eine ganz besondere angefertigt habe. Wenchi, bist du da? Hey, hey! Hey, Wenchi, willst du tanzen? Ich bin der DJ. Benutzer Alexis blockiert. Ja, moin. Die Party läuft, ihr Pisser. Hey, du Hundepenner, dreh die Musik leiser. Hier gibt es Leute, die versuchen, die Beta hinzukriegen. Du Beta-Schaf. Zu klein für Alpha. Beta ist besser als Alpha, du Volldepp. Sollte Colt nicht eigentlich rebellieren? Ist irgendwer von euch hübschen tot? Woher wohl sollten wir das wissen? Bin noch da, bereit für morgen? Ich auch. Schätze, wir schulden der neuen Sicherheitschefin unseren Dank. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Nicht voreilig, die Eier schaukeln. Ich kann nicht anders. Meine dicken Dinger schaukeln von selbst. What the hell? Meint ihr, Colt will vorbeikommen? Frank sorgt dafür, dass Colt kommt. Ich heb euch beide ein bisschen Wurst auf. Alexis hat Wendy zu seiner Party eingeladen. Umgangsform. Okay, aber das war auch immer noch nicht der Hinweis, den wir benötigen. Oh, wie laut ist die Musik hier? Was haben wir denn hier Schönes? Noch ein bisschen Residium. Komische Statuen. Ein krüppeliger Raum. Ist noch ein Treppenhaus. Ähm,
Eine neue Waffe, eine Violette, nehme ich mit. Mach ein bisschen Zusatzresidium. Sonst nichts. Verwüstung, ne? Oder wisst ihr was? Ich nehme die mit. Weil Nexus haben wir ja eigentlich, also... Verwüstung ausgerüstet, drücke um in Begriff der Brutalität zu werden. Du verursachst mehr Schaden. Oh. Das wäre dann für die letzte Runde gar nicht so schlecht. Wahrheit ist relativ. Brauche ich nicht. Ein paar Nägel, aber... Wo ist der letzte Hinweis, den wir benötigen? Hier ist noch ein Dachboden, aber da ist höchstwahrscheinlich auch nichts, ne? Oder? Ne, sieht nicht so aus. Ah, man kommt, glaube ich, auch übers Dach ins Anwesen rein. Frage nur, wie kommt man hier aufs Dach? Gar nicht, so gesehen. Träumt nie was Schönes. Wo ist der Hinweis? Ich muss hier ja was finden, aber was ist die Frage? Lass die Titten fliegen. Er ist hier. Das wäre nachgeladen. Das ist nicht gut. Granatenregen. Schweigenerlämmer. Alexis ist tot. Gott, wie viele kommen denn da noch? Oh mein Gott! Oh.
ich bin fast tot. Was will er machen? Jetzt schon leer? Ja. Mist! Und nachladen! Ja! Ah. Okay, wir haben Alexis, das ist schon mal gut. Okay, wieder ein paar Siegel. Und violette LMPs. Und noch ein neues Ding. Das kann ich sie ausgerüstet drücken, um Gegner in die Luft zu befördern. Okay. Ups. So. Dann schieben wir mal wieder. Okay, wir wissen, wie wir reinkommen und zu Alexis kommen. Mehr oder weniger wissen wir das auf jeden Fall. Ich dachte, das Eis hier wäre eine einzige große Farbe. Das war ein bisschen hoch. Shit. Einmal drauf gegangen. Muss meine Leiche zurückholen. Du kannst gerade gehen. Okay. Dreck Sniper kann sich direkt verpissen. Bro, Mr. Hack Magic. Deaktivieren wir das hier mal. Das ist mühsam. Suchen wir die. Oh mein Gott, die Typen stehen überall.
das andere Geschütz nicht. Ich hab viel zu wenig HP. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, weg hier. Einfach weg hier, einfach weg hier. Oh mein Gott, das wäre kritisch. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach am Schluss. Das wird nicht einfach. Vor allem dort sind noch zwei Visionäre. Dort ist noch Igor, ist dann auch noch hauptsächlich am Schluss. Okay, wir haben mehr Stuff noch und ein paar Siegel. 32.000 Residium. Die Waffe ist eigentlich gar nicht so nice. Werde stärker und schlage und tritt härter zu. Das klingt beides nicht so nice. Wirf Gegner durch die Gegend und tu ihnen weh. Behalte jetzt einfach mal die Verwüstung. Ah komm, wir behalten beide. So. Du kannst noch weit rutschen. Wie weit? Probier es einfach aus. Du erleidest weniger Schaden, wenn Leute in der Nähe sind. Du Partylöwe. Du verursachst bei niedriger Gesundheit roten Schaden, geteiltes Leid und so. Der war eigentlich nice. Opfern wir den. Den und den. Dann reichen wir den an. Genau. Oh, Waffensieg habe ich jetzt komplett vergessen. Über etwas größere Distanz vollen Schaden. Das hier, reduziert den Rückstoß. Den möchte ich eigentlich behalten. Wenn du einen Gegner verwundest, wird die Zeit bis zu seiner Heilung weiter verlangsamt. Brauche ich nicht. Kugeln durchschlagen Gegner und fügen anderen dahinter Schaden zu. Wäre auch nicht schlecht. Wenn du einen Gegner verwundest, wird die Zeit bis zur Heilung verlangsamt. Den haben wir schon. Brauche ich nicht mehr. Habe ich auch schon. Noch schneller bewegen. Na. So, dann reichen wir die hier an. So. Dann einen neuen Tag. Höchstwahrscheinlich. Noch keine Cutscene, okay. Noch keine Cutscene. Ich nur kurz in die Ausrüstung. Ich will wieder meine Shotgun zurück. Ja, ich will die Shotgun wieder. Noch schneller ausrüsten und wechseln. Reduziert den Rückstoß und durchschlagen. Genau. Hier kann ich noch. Ja gut, sind alle auf einer Waffe drauf, ne? Ich mache einfach die hier drauf, gut ist. Ja. Und bei uns selbst. Stell Gesundheit noch schneller wieder her. Du lässt wenige Schaden durch Kopfschüsse. Journalisten ziehen auf den Körper, treffen aber nicht immer. Mehr Schaden, wenn du von hinten angreifst. Ist eigentlich alles gut so, wie es ist, so gesehen.
Das da hier möchte ich wieder zurückwechseln. Auf die hier. Ja, mit dem kannst du auch ein Ding wegwerfen, Leute wegwerfen. Und das hier. Ah, machst du halt wirklich einfach mehr Schaden. Und solange das aktiv ist, okay. Gut, wie geht's jetzt weiter? Ich habe etwas gefunden, das Alex zu verleiten könnte, sich zu erkennen zu geben. Und schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich den Hinweis gefunden habe. Oder nicht. Ich glaube nicht. Mann, ich habe wieder... Okay. Wir schauen in die nächste Folge nochmal rein. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei, hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal.